Hey Leute, was geht? Ihr seid bei JBCastTV und ich sitze hier mit dem Bernie. Ihr kennt ihn aus vorherigen Videos. Servus. Genauer gesagt, wir haben doch darüber gesprochen, in dem neues Auto für mich finden, ob du Interesse hättest an einer neuen Cheap Vehicle Challenge. Nun, er hat gesagt, ja, er hätte Interesse, und um uns ein paar Ideen zu besorgen, haben wir gedacht, schauen wir uns doch nochmal die 500 Euro Challenge an, suchen nach neuen Ideen. Und gleichzeitig können wir auch so ein bisschen Informationen zu hinter den Szenen euch mitteilen. Ich war ja Hauptdarsteller in dem Film und du warst für eigentlich alle Challenges, außer einer. Richtig. Warst du der Kameramann. Genau. Also können wir euch so verschiedene Infos geben. 2 Stunden, 7 Minuten und 16 Sekunden. So lang wird das Video hoffentlich nicht sein. außer du redest durchgehend, dann habe ich leider keine Möglichkeit. Na gut. Dann legen wir los, oder? Legen wir noch am Anfang los. Ach, mein altes Intro. Ich wollte gerade sagen, das ist noch das alte Intro, oder? Mhm, wo das Auto noch wegfährt, das habe ich dann noch im Jahr weggenommen. Ja, guck mal, wie jung ihr da alle seid. Oh Gott, das war mein altes Intro von dem Film. Also wenn ich eine neue Challenge mache, dann muss ich unbedingt so ein aufregenderes Intro erstellen aus den Aufnahmen. Ist dann auch angewiesen, irgendwo sich dabei irgendwas Günstigeres zu kaufen. Irgendwo sich dabei irgendwas Günstiges zu kaufen. Da merkt man, dass nichts geskriptet war. Nicht wirklich. Ja, da war gar nichts geskriptet. Das war alles mega spontan. Wir haben das vor allen Dingen alles in einem... In einem Take durchgefilmt, ja. Wir haben eigentlich fast nichts neu gefilmt. Und man merkt schon ein bisschen. 1,8 Liter Turbomotor. Ein Turbomotor. Also ich glaube ja, dass der nicht nur 150 PS hatte. Also wir haben schon gedacht, ja, der könnte vielleicht ein bisschen gechippt gewesen sein, weil der lief ja deutlich schneller wie... War schon ein bisschen abgeranzt, aber der kam, ne? Aber lief gut. Ja komm, was kriegst du für 500 Euro? Ja, die Karre war... Der Ford Mondeo Verfolger. Was eine Möhre, ey. Wahnsinn. Das ist ein 96er Ford Mondeo. Scheiße, ist der Wagen hässlich, ey. Alter Schwede. Sag ich das nicht später in der Challenge? Boah, sogar guck selber? Dir das an. Die 90er Jahre haben angerufen, die wollen ihr Autodesign zurückhaben, ey. Mann. Der ist einfach nur hässlich, Holger. Ja, da war's. Der ist einfach nur hässlich. Ich liebe diesen Zoom in diesen plötzlichen. Ich hab die Challenge ja tatsächlich selber geschnitten. Das war tatsächlich das erste, was ich jemals geschnitten habe. Da hatte ich noch nicht mal selber eine Kamera. Und ich habe mir das DaVinci Resolve gerade erst runtergeladen und ich habe einfach alle Aufnahmen, die ich hatte, irgendwie zusammen gebastelt. Also, aber dafür war das echt gar nicht schlecht. Was ich aber tatsächlich am schwierigsten fand, war das, ich habe mich noch nicht getraut mit der Musik. Ja, ich habe zwar irgendwie im Kopf gehabt, wie ich die ganzen Aufnahmen zusammenschneide, aber Musik hast dann ja nie gemacht. Ja, und das war auch ganz schön schwierig. Ich will wissen, wie weit dieser Alpha kommt. Ja, weiter als du denkst. Naja, kam bis zur vierten Challenge. Ja, aber man muss halt sagen, die Challenges waren nämlich in der Reihenfolge im Film. Nee. Gefilmt. Das stimmt, ja. Ja, also das war tatsächlich das erste, was wir gefilmt haben. Ja, die stimmt. Vorstellung. Wie lange ist das jetzt schon her? 2 Jahre, ne? Ja, also ich glaube, wir haben vor ungefähr 2 Jahren angefangen. Vor 2 Jahren ungefähr angefangen. Aber wir haben ja bis Weihnachten so gefilmt. Mhm. Wichtig ist, wie er fährt, und er fährt wie nachts. Also oh, hier, Stativ hinten stehen lassen. Nein, der Kameramann wieder. Ja, Wahnsinn. Mei. Oh, Vorsicht, ich glaube, wir haben unsere erste Challenge. Geht die Hand aus dem Nichts. Ja, oh Moment, bei Top Gear war es aber auch genauso. Da ist er auch zwischendurch. Halt immer den im weißen Kittel, der von hinten die Challenge gerissen. Leute, Ford Mondeo. Wir werden es sehen. Los See geht's. Ciao. Ciao. Das hat er jedes Mal gemacht. Ja, das hat er jedes Mal. Jedes Mal. Ciao. Am Ende, ciao. Zum Ende von der ciao. Episode. Ciao. Und ciao mit V. Jeselwagen, also die Nummer war schon geil, ne? Das war, und du warst ja nicht da. Nee, du warst nicht da. Ja, deswegen haben wir... Das musste ja auch spontan passieren. Ich meine, wann kriegen wir schon mal einen Flugplatz? Es war so neblig, also konnte nicht starten oder landen. Ja, ja, wir haben das wirklich so ausgemacht, dass wir nur auf den eigentlichen Runway dürfen, wenn Hochnebel ist und keine Flugzeuge starten und landen können. Aber sobald der Hochnebel weg ist, mussten wir wieder weg. Also sie konnten das Ding nicht für uns komplett sperren. Ja. Nur so konnten wir tatsächlich auf den Runway. Und das fiel dann ausgerechnet auf das Wochenende, wo ich nicht konnte. Ja, genau. Deswegen haben wir dann den Felix. Der Felix, genau. Den Felix besorgt von
der Autofokus-Probleme hat mit seiner Kamera. Oh ja. Ja, und dann so. Scharf und scharf, scharf und scharf, scharf und scharf, scharf und scharf. Ich weiß auf jeden Fall, wenn wir wieder eine Challenge machen, also ein Beschleunigungsrennen muss auf jeden Fall wieder mit dabei sein. Ja, aber das ist ja eh klar. Ein Beschleunigungsrennen muss einfach sein. Das ist mal Pflicht. Aber wer ist das? Ich habe ihn gesehen. Keine Ahnung, das sieht man auch nichts, ne? Keine Ahnung. Audioqualität ist schon nicht besonders toll. Die ist wirklich nicht gut, ja. Aber er hatte doch auch schon so ein großes Mikro. Ich glaube, das war nur falsch ausgepegelt, oder? War das nicht so? Ich weiß es gar nicht. Du warst ja nicht dabei, du kannst es ja nicht. Naja, im Nachgang hat er es doch erzählt, meine ich. Ja, und Pebbles hat einen Start abgewürgt. Das ist natürlich super peinlich. Oh ja, und das war die eine Challenge, wo wir eine Drohne hatten. Stimmt, man hört's. Ja. Das ist auch so geil. So. Ja, also. Oh, jetzt. Der muss. Ja. Oh. Jetzt kommt der, das ist der einzige Track in der ganzen Challenge, für den ich sogar Geld bezahlt habe. Ich glaube $5. Nutzungsrechte Gebühr wollte der haben, der Inhaber von der Nummer. Aber ich fand die einfach so geil, so dieses so ein bisschen 80er Jahre. Und es passt irgendwie, finde ich, zumindest super zu dem Ding. Hat super gepasst. Wow. Und das habt ihr auch im One-Shot gedreht? Also ohne nochmal und nochmal, sondern wirklich ein Ding? Tatsächlich nicht. Okay. Das da ist der zweite Lauf, den wir gemacht haben. Okay. Weil beim ersten Lauf hat er leider geschummelt. Der schummelt immer. Ja, es hieß bis 100 km/h. Wir haben geschaut, er ist irgendwie nur bis 90 und hat dann gebremst. Deswegen war er weit vor uns und es konnte natürlich nicht sein, also wie er jetzt gleich durchschießen wird. Ihr habt doch echt Gottvertrauen in diese alten Kisten gehabt. Wahnsinn. Roter Pulli. Roter Pulli, schwarz, schwarz. Und danach? Fade to Black. Ey, habt euch halt umgezogen, mein Gott. Ja, wir haben da war eine Szene, die wir neu filmen mussten, weil ursprünglich war geplant, dass wir eine Slalom-Challenge danach kontinuierlich machen. Ja. Und deswegen war in dem After-Race-Ding, so mit der neuen Challenge, war noch Slalom drin. Und deswegen mussten wir das rausschneiden und neu filmen. Also eine Slalom-Challenge müssen wir unbedingt machen. Stimmt, ja. Das wäre schon lustig. Einfach so, weil das ist einfach der Test fürs Fahrwerk. Ja. Hätte das Jackie X-Fahrwerk vom Holger sicher gut abgeschnitten. Oh Gott, das Jackie X-Fahrwerk, ey. Und am Ende war es nicht Jackie X, sondern irgendwie Stuart. Genau. Das Geile war zu dem Zeitpunkt, als wir das gelesen haben, so werden die Idee, ja, Reifenwechsel-Challenge und ja, es wäre doch cool mit Onboard-Werkzeug, aber keiner von uns hat überprüft, ob wir das Onboard-Werkzeug überhaupt haben. Ja. Also war das jetzt wirklich so ein, haben wir so ein Oh shit, haben wir das überhaupt? Das ist schon wieder das Geile, wenn es nicht gesagt ist, ne? Dieses Klirr war so schwierig, weil das war direkt neben dem Mikrofon. Das ich war weiß, so ja. Laut. Die Kamera stand auch nicht so weit weg. Ich habe das ja mit zwei, also die eine war fest stand fest. Die 5D2 und die Handshots habe ich mit der 60D, glaube ich, gefilmt, mit dem Klappdisplay. Und da habe ich dann die Schärfe einmal kurz verkackt. Und los. Das ist so geil! Wahnsinn, der Mann, ey. Ja, und so diese Sachen, die passiert sind, bei Papa der Schlüssel weg, vor allem bei ihm, dass es nicht, die Schrauben nicht rausgehen, war alles nicht geplant. Es war alles einfach. Ist einfach alles passiert? Ja, spontan halt. Also wie es halt passiert ist, genau. Ja, jetzt kommt der Egalsgeiste. Ach komm, hör auf, das. Nein, du weißt nicht, was ich meine. Da habe ich echt gedacht, scheiße, das war richtig knapp. Oh, ich weiß, was du meinst. Es geht wegen dem Plastikding nicht ja, los. Ja, das muss Zentrierscheibe. Das erste Mal, dass wir ihn im Hintergrund hören, hat Zentrierscheibe reingeschrieben. Yay. Ich weiß jetzt gar nicht, ob sie für das mit dem Diskutieren die Zeit angehalten haben oder nicht. Oh, jetzt auch, oder? Jetzt kommt's gleich. Erstmal schön den Schlüssel in die Fresse. Jetzt. Wow! Das war so knapp an der Kamera vorbei. Alter. So knapp. Und ich muss mal so kurz zurückspulen. Was? Da ist, wenn ich den Schlüssel wegwerfe, ist ein Sound drin. Das klingt wie ein Soundeffekt. So diese. Oh, ist aber echt. Achtung. Sowieso. Das ist von dem Rohr wahrscheinlich, von dem so der Wind. Da wir gerade dabei sind, dieses die nächste Challenge ankündigen in dem Video davor. Ich weiß nicht, ob ich tatsächlich so ein Fan davon bin. Ja, muss nicht unbedingt sein. Aber irgendwas mit Zerlegen sollte man schon wieder mit reinnehmen. Also, ob es jetzt unbedingt der Reifenwechsel sein muss, vielleicht kann man da irgendwas anderes machen. So, ich weiß nicht.
Naja, aber das kommt Airbag auch. Austauschen. Eher so ein Motor, so Zündkerze oder ähnliches, sowas vielleicht. Also ist ein Diesel schon mal raus. Ein Kasper. Eigentlich ein Glück, dass es passiert ist, weil ich persönlich finde, dass die Challenge ansonsten für den Zuschauer jetzt nicht so aufregend ist. Weil, was hast du denn? Wasser oben einfüllen und dann... Ja, spektakulär ist er nicht, stimmt schon. Ja. Ursprünglich war der Plan, dass wir die Schlüssel auf dem Schoß des Fahrers haben. Wäre stimmt. So viel lustiger gewesen. Stimmt! Aber dann so Holger und Papa so, nein, ich will keine nasse Hose haben. Chickens. Hühner. So scheiße. Voll jetzt hier. Au. Au. Komisch. Könnte heiß sein, oder? Oha. Das war das einzige, was er gesagt hat. Oha. Das ist auch geil. Dreh halt die Schüssel. Ich hab's mir beim Film so gedacht, was macht er denn jetzt? Macht er gleich so. Und das ganze Wasser ist draußen. Das ganze Wasser ist in der Kamera. Ja, das hätte ich schon überlebt, aber das war schon irgendwie auch lustig, ja. Oh, da kommt was Schönes. Das ist scheiße. Das ist scheiße. Ja, er liebt klassische Autos. Das hat er mit Absicht gemacht. Er liebt sowas. So, ja. Und nur für den Film hat er gesagt, oh, was ist das für ein Scheiß? So ein Ford Mondeo ist toll. So ein Ford Mondeo ist das einzig wahre. Da war doch dann hinten jemand in der Hütte dann später, was wir gar nicht gecheckt haben. Oh ja. Da gab es noch ein bisschen Theater, oder? Wie war das? Oder gab es da, oder? Nee. Ja, ich glaube, da hat sich dann, weil der Platz war nicht abgesperrt oder irgendwas, sondern es war, glaube ich, auch Privatgrund. Und wir standen halt da drauf und haben gefilmt und standen halt so rum. War ein Fehler übrigens im Schnitt. Hast du das kurze Schwarze gesehen? Mann. War weg an. Papa. Ja, mei. Ein Frame schwarz, das sieht man einfach. Ja, Holger hat alles verschüttet. Kontrollframe, naja, gut, aber ist auch ran, voll die Schüssel. Rüber, runter und schnell wieder runter und dann runter, 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 runter. Comedy, oh, nicht geil, ey. Comedy! Dann sprang er wieder an. Wo war da eigentlich der Holger? Weiß ich gar nicht. Ja, genau, da hat er dann eben nach der Challenge filmmäßig den Sensor dann repariert. Ja. Und danach ging das Ding wieder. Ach Gott, die Bierkasten-Challenge. Die fand ich jetzt zum Beispiel nicht so cool. Ich fand's schon gut. Aber schau mal, der Hof. Ja, krass. Da hatten wir das Haus noch relativ frisch gekauft erst. Und da war noch wirklich Kieshof, kein Garten, da war ein riesiger Erdhügel. Ja. Ja, wenn man das mit heute vergleicht, es war schweinekalt an dem Morgen. Mhm. Ja, das da war ja an dem Morgen, wo wir dann nach der Challenge die Schnitzeljagd gedreht haben. Nee, wirklich, ich hatte die Idee für eben diese Challenge mit Bierkästen ins Auto laden. Und wir hatten natürlich nie so viele Bierkästen. Also, fahrt einfach mal bei der Brauerei Meisach vorbei, fragt, ja, wie schaut's denn aus, können wir ein paar leere Bierkästen haben, sonst. Ja, wir haben da noch so einen Hänger mit ganz vielen kaputten oder allgemein leeren Bierkästen, die zum Wegschmeißen sind. Da könnt ihr einladen und könnt mitnehmen. Ja, zu dem damaligen Zeitpunkt war das ja auch super schwierig mit der Farbkorrektur. Da habe ich mich ja auch gar nicht ausgekannt. Nö, du auch nicht. Deswegen sind die Aufnahmen eben so unterschiedlich. Also, wenn ich heute eine Challenge machen würde und wir hätten mehrere Kameras, dann würde ich schon versuchen, so anzupassen, dass das ungefähr gleich aussieht. Ja, fast alles ausgefallen. Ey, ich habe das von innen drin gar nicht gecheckt, ich habe aber gedrückt, nee, geht nicht hoch. Auf der anderen Seite. Guck mal, wie viele erstmal testen. Ich kann noch fahren. Ich kann auch fahren, ja, ist klar. Ja, das haben wir, glaube ich, gar nicht erwähnt zu dem Zeitpunkt, aber es sollte wichtig sein, dass der Fahrer sitzt und halt so bedienen in der Mitte und Schaltknopf frei bleibt. Und wer hat sich nicht dran gehalten? Der Holger. Ja. Typisch. Ich liebe dich, guck mal. Wie zur Hölle soll er fahren? Das geht doch nicht. Die Frage ist eher, was kann man in einer nächsten Challenge machen, also in Bezug auf Praktikabilität oder irgendwas, ich weiß ja nicht, vielleicht irgendwie... Naja, aber das kommt ja auf die Autos an. Man muss es ja auch so ein bisschen anpassen. Das da waren ja nur allgemeine Challenges, weil es allgemeine Autos waren. Aber wenn man jetzt so Spezielleres macht, so, was weiß ich, alte Autos oder Luxusautos, dann müssen die Challenges ja angepasst sein an die Autos. Was kann es schon noch werden? Was kann es schon noch werden? Ja, ich war derjenige, der die ganzen Aufgaben sich ausgedacht hat. Also
es gab keinen Producer, da war ich sozusagen der Producer. Ich habe mir alle Challenges ausgedacht, habe größtenteils auch organisiert, so wo wir filmen, Utensilien, wenn wir brauchen. Da sind wir. Und ich hatte die Schnapsidee, oh Gott. Wollen wir los, oder wie? Nein. Ach ja. Das ganze Zeug raus. Wahnsinn. Und schau dir den Bartwuchs und den Haarwuchs an. Wahnsinn. Ich hatte aus Versehen für das erste, was wir gefilmt haben, mich nicht rasiert. Hatte deswegen so einen leichten Bart und halt einen Haarwuchs. Und deswegen für Kontinuität konnte ich mich nicht rasieren. Wow. Für eine Challenge. Und da das so ziemlich das letzte war, was wir gefilmt haben, war es da wirklich so Santa Claus Bart und Harvey Bob Ross. So unnütz. Ja, aber wirklich. Ich dachte, es wäre lustig. Ja. So ein Comedy-Gag. So die ganzen Sachen rauswerfen. Ja, aber hätte man schneiden müssen. Das zieht sich einfach zu sehr in die Länge dann. So. Und noch was und noch was und noch was. Ich meine, so ein bisschen könnte es auch. Da, jetzt, oder? Ja, da genau. Hi Felix! Servus! Aber das war. Das war die erste Challenge, wo ich dann meine Kamera hatte. Ja. Ja, also so am Start des Kanals selber habe ich ja so Videos gemacht, wie ich habe mein Auto auf den Weg gestellt habe, halt gefilmt und einfach hinterhergeschnitten. Das war vom Schnitt tatsächlich nach den 500-Euro-Sachen, aber da drin hatte ich dann meine Kamera tatsächlich. Also das war wirklich so kurz vor Weihnachten eben mit dem Essen. Und dann kommt Holger mit seinen Dosen-Ravioli. Wahnsinn. Also, und dann hat er die Dinger nicht mal warm gekriegt. Also ich so mit Lachs, ich habe am Abend vorher, habe ich glaube ich 3 Stunden damit verbracht, das Essen vorzubereiten für diese Challenge. So wirklich mit Hand gewaschen und den Salat so handgezupft und boah, das hat so lange gedauert. Da kommt mit der Dose Ravioli, ja, mei. Jo, mei. Ich sag Comedy, das hat auch mit Comedy zu tun, so ein bisschen. So, das wird eine wunderbare Vorspeise. Das wird eine wunderbare Vorspeise, ja. Und die Ravioli waren schon seit 1,5 Jahren zu dem Zeitpunkt abgelaufen. Ah, stimmt! Scheiße! Ich wusste schon, warum ich davon nichts gegessen habe. Diese Fahrszenen, das war auch zu lang. Ja, es passiert halt nichts, ne? Ja, es ist einfach durch die Gegend fahren. Ich dachte, ich kann sowas Cooles machen, so wie bei Top Gear oder so, wenn sie auf dem Adventure unterwegs sind und halt nur Fahraufnahmen machen. Ja, aber während den Fahraufnahmen bei Top Gear passiert auch was. Da passiert nichts. Holger, wie sieht's mit deinem Wasserverbrauch aus? Ich glaube, wir sollten. Oh ja! Das war die letzte Challenge, wie gesagt, die wir gemacht haben. Und Holgers Auto hat ein kleines Problem gehabt zu dem Zeitpunkt, nämlich dass er Kühlwasser verloren hat. Und zwar ziemlich viel Kühlwasser verloren hat. Das kann mich erinnern, ja. Also ich glaube, er musste einmal auffüllen auf der Fahrt. Da ich gerade das Nummernschild sehe, Papa hat ja FFB QA500. Ich glaube, der Passat hat QB500. Kann man natürlich überhaupt nicht sehen, dass das zusammengehört. Wow. Also, ja, da, QB500. Zufall vielleicht? Ja, unsere Spritsport-Challenge. Jeder versucht, so sparsam wie möglich zu fahren. Was relativ langweilig ist, ehrlich gesagt. Ja, es war langweilig. Ja. Es war so langweilig. Achtung, und? 17.06.2017 war das Ablaufdatum. Er hat einfach die nächste Dose aus seinem Zuhause genommen und hat sie mitgenommen, damit er was zum Essen hat. Prosecco! So frei! Don't drink and drive! Sehr gut, der Lachs, sehr gut. Ja, vor allem bei mir war im Glas, glaube ich, nichts drin. Nee, war auch nicht. Und zu dem Zeitpunkt war ich noch in der Probezeit, da durfte ich nur mit 0,0 Auto fahren und wir mussten danach natürlich nach Hause fahren. Ja. Und deswegen war mein Ding einfach leer und ich habe mit angestoßen. Also wenn wieder was, irgendwas Italienisches in der nächsten Challenge ist, dann kommt die Musik. Oh nein. 100, doch, ja, doch, du kannst da 100% sicher sein. Und ich wollte unbedingt so eine Aufnahme haben. Und da muss ich auch sagen, wenn man bedenkt, wie windig das war, die Mikros von Rode sind echt gut. Mhm. Du hast keine Windgeräusche.
Ja, aber du hast doch gemerkt, dass Lautstärke vom Reden. Ja, du musst gegen den Wind anreden, ne? Ja, und gegen das Plätschern vom Wasser. Aha. Weißt, im Nachhinein hat der Felix gesagt, wieso hast du das am Wasser gefüllt? Ich so, ich wollte es, dass es schön aussieht. Aber ich habe nicht dran gedacht, dass die Soundqualität dann so scheiße ist. Ich habe das ganze Schlafzeug vorm Losfahren hinten rausgeschmissen. Das war das Einzige, was wir in der ganzen Challenge gefaked haben, eben weil die anderen nicht bei minus 6 Grad im Auto pennen wollten. Ich wollte es. Ich wollte wirklich das Test. Ja, ich wollte wirklich in der Auto. Genau deswegen habe ich ja dann ein Jahr später oder so die Challenge gemacht, wo ich 24 Stunden im Auto saß. Ja. Ja. War genau dasselbe. Und das habe ich auch durchgezogen. Ja? Also keine Pussy, die hier dann abends außerhalb der Kamera dann zu Hause war. Ich war wirklich den ganzen Tag im Auto. Aber die anderen wollten natürlich nicht. Klappe zu, Affe tot. Die hatten was Besseres mit ihrer Zeit zu tun. Wow. Fake schlafen. Unglaublich. Oh, und was ist jetzt? Das hat so überhaupt keinen Sinn gemacht. Ich habe sozusagen gedacht, ja, während sie schlafen, träumen sie davon, dass wir die Ergebnisse vorlesen. Aber ich glaube, niemand hat das wirklich verstanden. Und es hat am Schluss überhaupt keinen Sinn gemacht. Was? Ich war echt erstaunt zu dem Zeitpunkt. Also die Reaktion ist echt, weil ich glaube, Vater hat ja die Ergebnisse ausgerechnet und er hat sie geheim gehalten. Niemand hat die Ergebnisse gewusst, außer er. Kann ich das Essen überspringen? Ja, Logo. No. Ich meine, spul vor, wir müssen uns das nicht komplett geben. Oh. Der Fade zurück, so mit dem aus dem Traum zurück in die Realität am nächsten Morgen. Am nächsten Morgen bei selber Beleuchtung. Am nächsten Morgen, 2 Minuten später. Ja, genau. Und wir haben extra meine Haare verwüstet für die Aufnahme, damit es so aussieht, als hätte ich eine schlechte Nacht gehabt. Ja, ist klar. Und die Scheiben sind auch gar nicht von innen angelaufen, komisch. Lief der Motor die ganze Zeit, oder? Leute, aufwachen! Diese ganze Szene war das Einzige, was wir wirklich geskriptet haben mit festen Sachen, die wir sagen wollten. So, Leute, aufwachen! Was ist denn? Wir haben eine Challenge bekommen. Hä? Was ist denn? Wir haben eine Challenge bekommen. Mei. Er hat nichts davon gewusst. Er hat nicht gewusst, dass wir sein Auto schütteln müssen. Die Klappe ging auf. Guten Morgen. Aber wir hatten, wenn ich mich richtig erinnere, kein Wochenende, wo wirklich so schlechtes Wetter war, dass wir einen Dreh absagen mussten. Nö, doch nicht. Also da hatten wir echt Schwein gehabt. Also wir springen wieder zeitlich zurück. Das ist immer so ein... Ja, aber in der Reihenfolge zu filmen ist fast unmöglich. Ja. Weil, ganz ehrlich, manchmal hast du dann am Wochenende mehr Zeit, manchmal weniger. Manchmal ist das Wetter besser, manchmal schlechter. Ey, das Ding war schnell. Mhm. Also zu dem Zeitpunkt war das, glaube ich, das Schnellste, was ich jemals selber gefahren bin. 2, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 8. Auf die Straße, ich finde. Ja, ist doch wahr. Hattest du Schiss oder was? Lotz aufs Display und fährt immer 200. Ich bin so, Alter, guck auf die Straße, ey. Boah. Wieder ein Schnittfehler. Hast den Audiosprung gerade gemerkt? Bei Holger, wenn er redet, dachte. Los geht's. Das ist ja gemacht, dieses Auto. Das war der Sprung von GoPro-Audio zu Kamera-Audio. In welchem Auto hattest du am meisten Schiss? In deinem. Dankeschön. Dem habe ich echt nicht vertraut. Wieso? Im Wagen. Ich hätte mit Holger am meisten Schiss gehabt, aber nicht wegen am Auto. Die Kommentare. Ich bin noch nie so entspannt. 180 so gefahren. So sieht Entspannung aus. Geil. Merkst du, wie du in den Sitz reingedrückt wirst? Unfassbar. Da ist ja ein Apollo 13 Scheißdreck dagegen. Aber man muss sagen, das kommt in diesem Auto einem schneller vor, ne? Das war so eine geile Reaktion von dir. Das ist so gut. Wieder. 11. Januar, das stimmt doch gar nicht. Oder? Kann schon stimmen. Haben wir das über den Jahreswechsel hinausgedreht, das Ganze? Ah ne, 11. Januar stimmt nicht, 11. November hätte vielleicht Ja, weil ne, das Datum ist, glaube ich, falsch. Nein!
Das haben wir an meinem Geburtstag gefilmt. Ja, im November. Ja, das war am 3. November. Das war ein Samstag oder Sonntag oder so. Und da haben wir das gefilmt, an meinem Geburtstag. Das weiß ich noch. Da war doch was. Und da ist wirklich die GoPro abgekackt. Da ist die GoPro abgekackt. So, Audio hat sie noch aufgenommen, aber es war durchgehend dann für 15, 20 Minuten dieses Standbild. Also habe ich so getan, als wäre sie komplett ausgefallen und er hätte einen schrecklichen Unfall oder sowas. Und die GoPro halt. Ja, also ich habe ja, wie gesagt, Winterreifen, die nur bis 210 gehen und ich halte mich selbstverständlich dran und bin genau 210 gefahren. Keinen Kilometer schneller. Bin der Gewinner! Das Lustige war, er hat gesagt, er hat 210 erreicht im Video wegen den Reifen, aber eigentlich war es, weil du dich verguckt hast. War es halt so, du hast sozusagen uns dann gesagt, ja, was für einen Speed haben wir am Schluss erreicht, weil wir uns auch eben auf die Straße konzentriert haben und du hast zum Papa gesagt, ja, er hat 210 erreicht. Dabei hat er eigentlich 219 erreicht. Aber es wurde gerettet im Video, dadurch, dass er gesagt hat, dass er wegen den Winterreifen hier nur 210 gefahren ist. Am Ende war es auch wurscht, ob 10 oder 19 gewonnen, war eh Zweiter. Gewonnen hat er sowieso. Ja, jetzt fangen sie wieder an mit ja und Power von da darüber und irgendwie so und so. Was ja alles schon mal vorher erwähnt wurde, also da müssen wir bei der nächsten Challenge wirklich drauf achten, dass... Kontinuität. Es geht nicht wirklich um Kontinuität, es geht darum, dass sich Sachen nicht wiederholen, immer wieder. Ja. Weil wenn der Zuschauer dieselbe Aussage zum dritten und vierten Mal in der Episode hört, dann ist es wahrscheinlicher, dass er auffällt. Wir kriegen WhatsApp und Umschläge. Dauert zu lang. Schnitt! 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 Also, so, und jetzt sind wir wieder bei dem Zeitpunkt, wo wir nach dem Kästen waren. Man sehe dasselbe Outfit. Ja, alles in schwarz. Mhm. Ja, das war die einzige Challenge, die ich nicht organisiert habe, weil ich durfte natürlich nicht die Orte im Umkreis wissen, wo wir hinfahren müssen. Mhm. Und deswegen hat meine Mutter die ganze Challenge da gemacht. Hat wirklich Orte gefunden, Rätsel dazu, sich ausgedacht, Zusatzaufgaben und so und hat niemandem irgendwas davon erzählt. Und wir waren alle so perplex, es war so ein so eine schöne Challenge! Ja, ich kann mich erinnern, ich habe Holger ganz schön viel geholfen bei der Challenge tatsächlich, weil er auf einige Sachen partout nicht gekommen ist. Ich meine, Holger hatte bei der Challenge ja auch wirklich einen Nachteil, weil er nicht aus dem Umkreis kam, sondern aus München. Richtig. Also da war es schon in einer gewissen Weise okay. Ich weiß, dass der Felix mir gar nicht geholfen hat. Das Smiley, ja, super lustig. Ja, da hat Mama ja erzählt, das mit dem Smiley war eigentlich spontan. Sie hat gesagt, sie wollte irgendwas mit dem Jexhof machen, ja, ist hintergefahren und hat sie zufällig den Smiley gesehen und hat sie gesagt, der muss in die Challenge rein. Ach Gott, Yoga, Body. Da sind wir nicht drauf gekommen. Das war doch ein Ach, diese blöden Vögel. Das haben wir auch nicht gemacht. Den Klettergarten für unsere nächste Aufgabe. Das haben wir auch nicht hingekriegt. Da haben wir vor allem völlig bescheuert geparkt und mussten deswegen so weit latschen. Aber ein bisschen ratlos. Schildkröte rechts. Rechts. Hinter Kamera, andere Richtung. Mein Gott. Da sind sie. Da das hat sie. Links. Also beim Yin und Yang Asiatica haben wir jetzt mal den Zeus. Wow. Da im Bild, da sind die Schildkröten. Das sind die Hochstapler. Oh Brust drücken. Wir sind jetzt ein bisschen ratlos eigentlich, deswegen haben wir mal ein bisschen rumgegrübelt, was man aus diesen Buchstaben bauen kann. Und wir sind auf die Idee gekommen, dass es Trimmlichtpfad Brustdrücken heißen könnte. Weil in Brustdrücken ja auch so viele schöne Fs drin sind. Trimmlichtpfad Brustdrücken. Gib das mal ins Navi ein. Und wir haben wirklich gedacht, dass es das war. Zum Wandern hab ich keine Lust. Und wie findest du das? Scheiße. Als Mama das gesehen hat, war sie auch zuerst so wütend. So. Ja, wie? Du sagst was Schlechtes zu meiner gemachten Challenge. Das ist der Vogelpark in Olching. Ja. Und wir haben gedacht, Trimm dich Pfad Brust drücken könnte den Trimm dich Pfad in Olching meinen, der ja direkt neben dem Vogelpark ist. Deswegen dachten wir, ja, das ist richtig. Wer kennt ihn nicht, den Ortsteil Brust drücken in Olching? Gut, dann haben wir die Aufgabe 10, dann müssen wir jetzt von vorne anfangen mit der 1. Ich hab
das nicht gecheckt, dass die Aufgaben, die Reihenfolge 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 und dann wieder zu 1, dass das die echte Reihenfolge der Orte ist, wo wir hin sollten. Wir haben gedacht, so ja, die sind durcheinander und die meinen halt irgendwelche Orte und wir sind kreuz und quer gefahren. Mei. Wie gesagt, ich habe jede Aufgabe, die da war, ja gemacht und ich finde diesen Aufnahmestil irgendwie cool. Ja. So mit der Kamera filmen das Handy durchs Screen und dann im Hintergrund ist unscharf. Vielleicht mache ich mal ein Video komplett in dem Stil. Das wäre ziemlich cool, oder? Wow. Ich kam mir so bescheuert vor. Das ist gesehen! Alter! Sind wir mal fertig! Zwei Stunden vorbei. Fünf. 6, 7, 8, 9, 10. Wir sind. Alle Zuschauer sind jetzt schon eingeschlafen. Tja, wie viel gibt ihr uns, wenn wir euch sagen, wo es ist? Weißt du, ich war am falschen. Bei der falschen. Und den Tipp wolltest du auch noch verkaufen. Richtig. Wahnsinn. Ich meine, es wäre eine letzte Hoffnung gewesen. Bester Verkäufer. Einfach der Fakt, dass ich das probiert habe. Ralf, strengst du dich auch schön an? Ja, ja, ja. Okay. Wieder ein Schnittfehler. Ja, da waren wir schon. Weiter. Zu, komm, kann ich zu? Nicht witzig. Wo ist die Antenne vom Film, vom Porn? Ich frag mich. Wir haben da echt Spaß gehabt, dass wir die Antenne hatten. Ja, ich hab versucht sozusagen, dass alle gleichzeitig irgendwas machen und habe dann festgestellt, dass ich beim Holger zu wenig reingeschnitten habe. Deswegen habe ich dann irgendwie 4 Challenges oder so direkt hintereinander reingeschnitten, obwohl es natürlich nicht gleichzeitig passiert ist dann. Ich will ja vorspulen, aber wir sind schon kurz vorm Ende. Das lohnt sich allemal. Nee, jetzt haben wir es eh schon bald geschafft, ja. Oh, das war geil. Der Abend, also am selben Abend, kam dann Grip das Motormagazin, um was zu filmen für so ein Ding, wo der Date ein altes Auto gesucht hat. Da hatten wir vom Holger einen Smart Roadster sozusagen unter Verkauf. Und der Date hatte wirklich Spaß in dem Ding. Und da kamen sie dann nochmal und haben eben die Schlussszene gedreht, wie sich die eben für den Smart entschieden hat, aber das war nur eine Schauspielerin und es war gefaked, weil die echte Käuferin während den Filmarbeiten dann gesagt hat, nee, ich möchte kein Auto mehr. Ja, also das war echt cool. Aber und an demselben Tag dann noch Schnitzeljagd und die Bierkästen-Challenges. Das war ein echt ereignisreicher Tag. Mein Auto geht nicht mehr. Weißt du noch, was das Problem war? Batterie, ne? An dem Schlüssel, oder? Nee, ich glaube, der Holger hat einen Schlüssel fallen lassen. Ja. Der ist auseinandergebrochen. Ja. Ich glaube, irgendein kleines Teil, so ein winzig kleines Teil, ist im Kies dann verloren gegangen. Und deswegen, und ich glaube, das war das Teil eben, was die Zentralverriegelung entriegelt hätte. Und deswegen ging da gar nichts. Ja, also die Preis-Challenge, die haben wir eigentlich nur eingefügt, weil wir nicht auf den Verkauf der Autos warten wollten. Ursprünglich war geplant gewesen, Punkte zu kriegen, je nachdem, für wie viel wir die Autos verkauft hätten. Wer ist, glaube ich, gescheiter so. Auch wenn ich persönlich überhaupt kein Fan von der Episode bin. Nö, ich auch nicht. Und das war übrigens die einzige, wo es auch richtig beschissenes Wetter war, weil wir es vorher noch davon hatten. Wir hatten eigentlich kein schlechtes Wetter. Da hat es geschüttet wie Sau. Die Präsentation, die wir reingeschnitten haben, war eigentlich meine zweite. Weil die erste, wo ich angefangen habe, da hat der Holger so viel unterbrochen mit irgendwelchem Scheiß, dass ich echt wütend wurde. Und dann haben wir das natürlich dann sehr freundlich. Ja, haben wir dann rausgeschnitten und danach haben wir eben das da gemacht. Deswegen bin ich super schnell dadurch so, ist ein Passat, Turbomotor, 150 PS, Tuningfelgen und so weiter. Super schnell, damit der Holger nichts sagen kann. Und wer ist dafür, dass mein stilvoll getunter VW Passat das beste Auto ist? Und die ganzen Kinder haben für mein Auto gestimmt, weil sie es cool fanden. Ja, war ja klar, ne? Der Andi! Bin ich jetzt im Bild? Geil. Ja, und dann kamen die Credits. Ja, die Credits, super. Im selben Stil wie das schlechte Intro. Ja, wenn, dann muss man schon durchziehen, ne? Also allgemein zur 500-Euro-Challenge würde ich sagen, es war eine verdammt coole Idee. Wir haben es auch gut umgesetzt.
das Filmen, ja, zu seiner Zeit war das das Beste, was wir hinkriegen, und vom Schnitt, es war das Erste, was ich geschnitten habe. Ja. Und an manchen Stellen sieht man es, also ein bisschen mehr rausschneiden hätte ich können an manchen Stellen oder das Ganze ein bisschen aufpeppen zwischendurch. Ja. Aber generell gefällt mir das schon extrem. Holger, da war. Ich habe eine andere tolle Idee. Nein. 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 Ja, sehr schön. Ja, was für eine, was denkst du, was für Art Autos wäre denn das Gescheiteste so für die nächste Challenge? Du fragst mich jetzt so spontan. Ja. Ich hätte mal vorgeschlagen, man kauft drei exakt gleiche Fahrzeuge. Also, was weiß ich, Beispiel, jeder hat einen 318i oder sowas. Also exakt dieselben Modelle. Und baut da herum eben verschiedene Herausforderungen. Und ich würde wirklich sagen, man macht wieder eine ähnliche Challenge so wie die da. Man macht nur das Thema ein bisschen spezifischer, so wie Sportwagen oder Luxuskarren oder Oldtimer. Ja, für entweder dasselbe oder ein bisschen höheres Budget. Und dann macht man halt Challenge angepasst an die Autos. Ja, dann lass dir was einfallen. Ja. Auf jeden Fall wird es schwierig. So, ich hoffe, euch hat dieser kurze Einblick in die 500-Euro-Challenge gefallen und unsere blöde Line, die wir gemacht haben. Das ist jetzt wirklich versprochen das letzte 500-Euro-Video, außer ihr wollt eine Zusammenfassung haben. Ja, komm! Von was? Von der 500-Euro-Challenge. Ach so. Ja, so aus dem 2-Stunden-Film irgendwie einen 15- oder 20-Minuten-Film machen mit den Highlights. Also außer ihr wollt sowas sehen, ist das ja wirklich das letzte Video über die 500-Euro-Challenge. Ich überlege mir was für eine neue große Cheap Vehicle Challenge. Und wenn du möchtest, kannst du ja diesmal nicht Kameramann sein, sondern Hauptdarsteller. Das wäre doch mal interessant. Ja, von mir aus. Also ich glaube, der lustige Bernie hier vor der Kamera ist deutlich besser wie hinter der Kamera. Naja, dann. Also danke fürs Dasein. Danke. Gerne. Ja. Danke, dass ihr da seid. Und wenn ihr noch schon mal da seid, driftet doch euer Hand über den Abonnentenknopf, macht einen Burnout auf den Like-Button. Und wir sehen euch im nächsten Video. Ciao. Ciao.